Nun ist es soweit. Ich darf euch willkommen heißen hier zum Prüfungstag. Ihr seht bestes Wetter am Stubaier Gletscher und hinter mir seht ihr auch die Prüflinge alle wieder in ihren Leibchen mit den Nummern. Und dadurch, dass jetzt der Rennlauf ausgefallen ist, werden heute alle Prüfungen für Julian ausgetragen. Ein Tag, alle Prüfungen, eigentlich der Super-GAU. Ich nehme euch mit in den Tag und stelle die Prüfungsfahrten vor. Ich werde während den Prüfungsfahrten aber nicht die Abfahrten filmen, da sich dadurch eventuell Teilnehmer und auch Bundeslehrteam und auch Julian gestört fühlen könnten. Ja, gutes Wetter haben wir erwischt, du. Also, da kann man sich heute mal nicht beklagen. Hier ist jetzt Besprechung. Hier wird eingewiesen, welche Fahrt wann stattfindet. Ihr seht die große Traube. Insgesamt 65 Teilnehmer sind hier beim Schnee 2 und werden heute geprüft. Es gibt nochmal eine kleine Einweisung von Dominik. Julian war heute Morgen schwer nervös. Ich habe es ja auch in meinem Update schon gesagt. Da ist jetzt Spannung drin. Die Worte von Dominik tun ihm da jetzt gerade sicherlich gut, dass er einfach ein bisschen aus dieser Nervosität rauskommt und Sicherheit gewinnt. Und dann darf ich auch wieder einen wunderschönen guten Morgen an den Dominik wünschen. Guten Morgen. Richtig cool, dass du wieder dabei bist. Nee, wenn wir supporten, dann supporten wir wenigstens gescheit, dann oder? Bis zum Ende, genau. Dann bis zum Ende. Und ja. Wir haben ihn so gut eingestellt, ich genau. Bin da absolut positiv. Und ja, du hast gerade noch mal ein paar Worte mit ihm gewechselt. Was genau. Findet jetzt gerade hier eigentlich statt? Ich glaube, das so zu verstanden zu haben, dass das der Ersatz für den Riesendorlauf ist. Also sie wollen da von relativ lange Abfahrt, ja. Also die geht jetzt von da heroben, vom Eisgrat Mittelstation bis runter, beziehungsweise Bergstation bis runter zum Eisgrat Mittelstation. Das ist einmal Höhenunterschied von 350 Meter. Ja. Also da geht es zur Sache. Mehr oder weniger ist so eine Art freie Abfahrt, ja. Kombination mit sportlich befahrenen und ausnützender Piste. Ich habe ihm einfach noch ein paar kleine Tipps gegeben, wie das gut ausschaut, wo man ein bisschen noch Punkte rausholen kann. Ja. Einfach da angasen. Nur laufen lassen nutzt es nichts. Also man muss technisch sauber fahren, aber das kann er. Ja. Und deswegen, da geht's ab jetzt. Toi, 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 Julian, an dieser Stelle nochmal. Heute ist natürlich ein zweischneidiges Blatt. Wir sehen es auch hinter Dominik hier oben. Mega geil. Schnee ist gefallen, es ist kalt, es liegt der frische Powder auf der Piste. Ja, und an diesem Tag ist dann halt einfach auch mal Prüfungstag. Tough, aber Rocket. Doi, 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 na. Genau. Das haut hin. Hier ist jetzt das Teilnehmerfeld zu sehen und der Hang geht hier runter. Und da drüben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da stehen zwei Personen. Und so läuft's ab. Das Bundeslehrteam mit den Ausbildern steht am Rand der Piste und schaut einfach. Schaut, wie die Fahrt läuft und gibt dann individuelle Noten. Jeder Bundesausbilder gibt eine Note und diese Noten werden dann gemittelt und dann gibt es eine Note für die Fahrt. Die spannende Stimmung gerade, ich bin selbst aufgeregt. Aber denen wird es nicht anders gehen, das sage ich euch. Kurzer Überblick über die erste Prüfungsfahrt. Ihr habt oben die Traube gesehen, die verbirgt sich hier hinter. Dann geht es darum, hier die Piste runter, entlang. Dann seht ihr da wieder zwei Bundesausbilder, die auf der Piste stehen. Und da geht es dann nochmal den letzten Hang bis unten, wo nochmal zwei Bundesausbilder stehen. Und dann bis zur Gondel. Und das Ganze ist jetzt mehr oder weniger der Ersatz für die Rennlaufprüfung, die nicht stattfinden konnte bei dem Wetter. Da sind wir schon ein bisschen angespannt, hä? Sicher. Man ist immer mehr angespannt, wenn man die Prüfung selber nicht absolvieren muss. So, der nächste ist Julian. Erste Prüfungsfahrt. Toi, toi, toi. Boah, ich denke, ihr seid auch so gespannt wie ich. Ich will die Schauprüfer nicht beeinflussen, aber das war okay. Gebongt, yes. Also ich dachte, es ist lockeres Cruisen, aber es ist schon so anstrengend wie ein Riesentorlauf. Also meine Schenkel, die haben geglüht unten. Julian hat es gerade schon gesagt, Anstrengung in den Beinen nach der ersten Abfahrt. Ganz klar, eine lange Piste und das direkt zum Start in den Tag. Aber es ist gut gelaufen und das ist wichtig, denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als in so einem Prüfungstag mit einem schlechten ersten Run reinzugehen. Jetzt haben wir noch mal eine kleine Pause und können mit dem Dominik noch eben diese nicht trainierten Fahrten einmal durchgehen. I was broken, I kept choking.
saying to you. So, da seht ihr jetzt eine Demofahrt vom Bundesausbilder. Der fährt jetzt vor, wie es aussehen muss. Und so muss es jetzt nachgefahren werden. Ganz einfach. Da folgt jetzt die nächste Demofahrt der Bundesausbilder. Und zwar der punktuelle Wechsel. Zack, 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 zack. Alle betrachten wieder. Gleich müssen sie es nur fahren. Downcharte kennt ihr schon aus den vorherigen Videos. Mittlerer Radius, sportliches Tempo wird jetzt vorgefahren als Demofahrt. Alle schauen von da unten, Dominik und ich von hier. Der Hang ist schwierig. Ja, die Pistenverhältnisse, dadurch, dass es relativ weich ist und ziemlich aufgeschoben und über Nacht auch noch geschneit hat, sind natürlich eher Off-Piste. Ja. Da heißt es einfach mega, 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 mega stabil sein im Oberkörper und ganz saubere Wechsel fahren. So, da kommt die Fanny im mittleren Radius, sportliches Tempo. So, dann ist die Wechselfahrt. Vier kurze, ein mittlerer. Jetzt geht's gleich los. Vier Prüfungsfahrten. Ihr habt jetzt gerade die vier Vorfahrten des Bundeswehrteams gesehen. Und jetzt geht's rein. Erste Fahrt, punktueller Wechsel. In diesem Sinne auch nochmal von allen sehr viel Erfolg. Geh es an. Fahr's runter. Du kannst es. Maha-mäßig. Die Maha-Lifestyler hier draußen haben dir riesen Glückwünsche ausgesprochen und jetzt geht es einfach rund. Ja, ich spüre die Energie, das ist. Ja. Es wird geil. Ich habe das Gefühl, ich bin gut vorbereitet. Tipptopp, ziehen uns wieder zurück in die stille Perspektive. So, ganz wichtig vor der Prüfungsfahrt. Kommt Julian bei der nächsten Prüfungsfahrt. Punktueller Wechsel, mittleres Tempo, das wir da wohl gepackt haben. Prüfungsfahrt 2. Na okay, dann kommen wir jetzt zur Prüfungsfahrt 3. Mittlerer Radius, mittleres Tempo. Das ist der Wink für Julian jetzt. Auf geht's, komm. Ja, 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 ja. Wir stellen natürlich gerade nur unsere Perspektive dar. Wir wissen natürlich nicht, was diese roten Herren da oben sich aufs Zettelchen schreiben. Aber wir hoffen natürlich Positives, denn es sah echt gut aus, was Julian da gerade gefahren ist. Das war richtig fett. Ich dachte schon. Wird, Junge, wird! Das löst die Stimmung ein bisschen, wenn wir ihm gutes Feedback geben. Ne? Vierte Prüfungsfahrt, mittlerer Radius, sportliches Tempo an der Downcharte. Dominik, ein Kommentar dazu? Das Leben ist kein Ponyhof. Nee, Bedingungen sind sehr fortschrittlich, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also die haut da jetzt einfach runter und gut ist. Ja. Unsere Spannung ist riesig. Also es ist so richtig spannend hier zu stehen und mitzufiebern. Dominik will schon gar nicht mehr gucken. Nee, ist furchtbar. Also, da sieht man ein bisschen Dominik-Stil. Ey, die Fahrt muss ich erst, die muss ich am ersten einer nachmachen jetzt. Das war anscheinend auch gut. Sehr gut. Es läuft doch, es läuft doch. Ja, aber ein Wechsel war rein, wo wir ein bisschen gezaubert haben, aber. Ja, jetzt kommt die Disziplin, die schon im Training eine schwierige war. Die Buckel. Julian ist gerade extrem aufgeregt. Dominik ist gerade mit dem Lift gefahren. Aber hat kein Wort gesprochen. Der ist jetzt im Fokus natürlich. Man muss eigentlich diese Fahrten noch runterbringen. Das ist jetzt das Wichtige. Es muss jetzt einfach gefahren werden. Keine 6. Keine 6. Das wird eine gute Fahrt. Oberkörper stabil und ab durch die Mitte. Hier ist der Julian-Fanclub. Theresa ist nämlich jetzt auch mit dabei. Julians Schwester. Kein anderer am Hang. Nur wir. Wir jubeln so ein bisschen. Und ihr seid natürlich mit dabei. Euer Feuer steckt in unseren Stimmen. Okay, die Ausbilder notieren sich gerade noch und dann kommt jetzt der Wink für Julian. Ja, ich habe ja gesagt, er ist eine fucking Rennsau. Ja. Er ist einfach eine. Oh fuck, mir fällt gerade so eine Anspannung. Er ist unten, der Ski ist dran. Fuck, der Ski ist dran. Oh, ich glaube, es war okay. Also es war jetzt keine 2, es war keine 1, aber eine 4 war es. Und das passt. Oh, Tempo ein bisschen höher vielleicht, aber. Und da sind wir schon angekommen bei der 7. und letzten Prüfungsfahrt für heute. Der Abfahrt im freien Gelände. Da oben seht ihr die Traube von Startern und es geht hier den Hang runter. An Theresa vorbei. Da runter und da unten seht ihr zwei Bundesausbilder. Und dann geht's die Piste entlang weiter und hinten an der Ecke stehen nochmal zwei Bundesausbilder. Letzte Fahrt, jetzt heißt es nochmal richtig Daumen drücken. Wir sind so gespannt, ob er das jetzt auch so gut runterfährt wie die anderen.
Und dann irgendwann müssen wir, glaube ich, ein Bier aufmachen. Oh Mann, das ist echt richtig spannend, oder? Ja, voll. Nächstes Mal holen wir die ganze Maha Lifestyle Community hierher, ja, in einer Schlange und dann wird angefeuert und ihr macht auch die Scheine. So machen wir es. Richtig gut. Den alles entscheidenden letzten Hang. Viele fahren in Kurzschwung durch. Dominik tendiert dazu zu sagen, dass man lieber längere Radien durchfährt, weil die freie Geländefahrt normalerweise bedeutet, schon rangehen. Ne? Also normalerweise das Verständnis von einer freien Abfahrt für mich persönlich, ja, und auch so wie ich es in meinen Ausbildungen erlebt habe und wie eigentlich auch, wenn wir uns auf staatliches Niveau begeben, da sind wir zwar da drüber, aber ist wurscht, ist egal, es ist ja überall das Gleiche, versteht man schon das sportliche, kontrollierte Befahren eines Hanges und da bieten sich jetzt eher meiner Meinung nach die mittleren an, weil alles, was im Kurzschwung ist, kann ich zwar auch halbwegs sportlich fahren, aber dann werden wir beim Hansi hintersehen. Ja. Den kennen wir. Letzte Abfahrt. Julian hat gerade den Wink bekommen, er darf jetzt loslegen. Kommt da hart durch die Abfahrt. Hier musste er sich durchkämpfen und das war jetzt wichtig. Ich glaube, die Kurven sind beim Bundeslehrteam angekommen, besser als die ganzen Kurzschwünge, die da gefahren wurden. Hoffen wir mal. Ja, es ist jetzt die Frage, wie sie es halt bewerten. Ja. Man, es ist definitiv eine subjektive Geschichte. Vom objektiven Standpunkt aus ist die Fahrt von Julian im Vergleich zu den anderen auf alle Fälle deutlich sportlicher gewesen. Und von der Kontrolle her braucht man überhaupt nicht diskutieren. Also es war kontrolliert und sportlich. Der Julian hat sich richtig aufgepumpt da, man hat ihn richtig atmen hören, richtig angestrengt. Ja, er hat da seine Kraft komplett in den Hang gelegt. Jetzt fahren wir schnell zu ihm. Oh, Leute, was ein Tag! Sauer Junge! Ski verloren. Unten raus? Oben, ganz oben. Ich bin gerade oben. Gerade losgefahren, erste Buckel, ich will langsam in die Kurve gehen. Ja, nicht schlimm. Boah. Julian, guter Tag, wirklich. Wir standen alle hinter dir, wir haben dich echt gut beobachtet und es sah alles gut aus. Jetzt warten wir morgen ab. Ski verloren, das haben wir nicht gesehen. Ja, drei Kreuzzeichen. Ja. Ja, weil ich so durchgeschüttelt bin. Vielen Dank, Domi. Vielen Dank. Vielen Dank. Dominik, ganz, ganz große Action. Lebensretter ohne Domi, ey. Ja, ich hätte dich heute ganz schön alt ausgesehen. Ja, schade, dass wir nichts filmen konnten von den Prüfungsfahrten. Jetzt ist noch Zittern angesagt. Ja, ich auch an euch. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Glückwünsche, also fürs, wie sagt man? Für die Glückwünsche, ja. Für die Glückwünsche. Echt ein krasses Support. Ihr Marius hat mir da ein paar Ausschnitte gezeigt. Es hat mir heute die Energie gegeben, hier runter zu knallen. Ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist wirklich die geile Community, die geilste Community, die ich kenne. Also, Maha Life. Echt, richtig Maha-mäßig. Jetzt eine Erlösungsfahrt. Eine Erlösungsfahrt, ey. Everything I say, everything I do for love, love loves me and you. Every word I say gets turned around, falls away on the wall. Ja, in diesem Sinne, der Tag ist vorbei. Wir sind an der Mutterbergalm und das haben wir uns jetzt gerade redlich verdient. Das haben wir die Saison nämlich eigentlich noch gar nicht gemacht. Und Weißbier auch auf euch. Es war richtig schön. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, euch da mitzunehmen heute. Und morgen, ihr wisst es, ist noch die Notenbekanntgabe. Wir sind gerade guter Dinge. Wir hoffen, dass sich das auch morgen bestätigt. Ein Wissen ist ja noch nicht da, aber morgen wissen wir dann alle mehr. Um, ich denke mal, 18 Uhr starte ich den Livestream. Aber wann genau Julian dann rauskommt und seine Note hat, das kann ich euch jetzt hiermit noch nicht sagen. Das wissen wir dann morgen. Und an dieser Stelle sage ich nochmal Danke und Tschüss, bis morgen.